Simon Boch, bin jetzt Marathonläufer und laufe die LG-Telefinanz und trainiere beim Kurtring. Was darf in meinem Kühlschrank nicht fehlen? Ich will eigentlich immer versuchen, meine Milch abzuschaffen, aber irgendwie, wenn ich mal einen Kaffee trinke, dann muss da ein Schuss Milch rein, sonst schmeckt mir der Kaffee nicht. Also sage ich mal Milch. Ja, was darf noch nicht fehlen? Ich sag mal, ja, viel Grünzeug. Salat essen wir eigentlich auch viel. Was darf noch nicht fehlen? Ansonsten bin ich da relativ flexibel. Kann ich jetzt so mal nicht sagen. Was ich vor kurzem im Interview schon mal gesagt habe, ist, the life is better in running shoes. Wenn ich laufen kann, dann bin ich glücklich, bin ich zufrieden. Und wenn das mal nicht läuft, dann geht die Stimmung auf jeden Fall bergab. Und ich habe auch das Gefühl, das geht mir mit allem anderen so, mit dem Job, mit der Freizeit, mit meiner Freundin, mit allem. Wenn ich nicht laufen kann, dann stresse ich alle um mich rum. Und wenn ich laufen kann, wenn ich gute Ziele erreichen kann, geht es mir mit allem besser und alles funktioniert leichter. Schwierig. Meine Schuhe. Ich habe so ein bisschen ein Faible für Schuhe, den hatte ich schon immer. Und ich habe für meine Kenianer tatsächlich letztes Wochenende mal nach Schuhen geguckt, bin auf 25 Paar Schuhe gekommen, die ich die ich hergeben kann. Und dazu nochmal wahrscheinlich 20, die in meinem Regal stehen, die ich noch wunderbar laufen kann. Das ist, glaube ich, so meine Marke, aber die hatte ich schon immer, die hatte ich, glaube ich, mit 10 schon. Tatsächlich laufe ich von den Schuhen her viel mit Nikes. Habe eigentlich fast nur Nikes im Schuhregal. Dadurch habe ich bis jetzt auch wirklich auf viele Sponsoren gerade in dem Bereich verzichtet. Ich habe natürlich auch Angebote bekommen, mich viel umgehört und bin eigen einfach durch meine Verletzung geworden. Wenn man mal 6 Jahre verletzt ist, dann läuft man einfach das, was man laufen will und was für einen am besten taugt. Das ist natürlich jetzt mit Nike, die mit natürlich beim Sponsoring da aussteigen und den besten Schuh wahrscheinlich gefühlt die letzten Jahre hatten, auch wenn sie jetzt natürlich wieder ausgleicht. Pech, ja, für mich, aber bevor es Vaporfly schon gab, hatte ich schon sehr, sehr viel mit Nike, wo ich mit Nike gelaufen bin und deswegen bin ich dem bis jetzt auch erstmal treu geblieben. Ich glaube, ich wäre ein Faultier. Ich mag tatsächlich das Chillen und nichts tun, neben dem Sport auch sehr gerne. Was natürlich dadurch kommt, dass man natürlich wahnsinnig viel macht, aber das macht mir nichts aus. Ich glaube, das kann ich ganz gut, das Leben vor mich her treiben lassen. Und das hat mir auch zum Beispiel in Kenia gut gefallen. Das könnten die Kenianer super gut, dieses Gelassensein, einfach easy, alles gut, alles cool. Das sind voll hier. Ich habe tatsächlich mit 6, 7 habe ich angefangen mit Fußballspielen und das hat schon meinen Eltern nicht so getaugt. Da musste meine Mama immer mit dann und auf die Spiele und dann, da hat er immer, die Trainer haben geschrien und alle wurden angemacht und das ist ja ganz unsympathisch gewesen. Und mein Daddy hat schon immer so ein bisschen Richtung Laufen gedrückt, das hat er schon immer gerne gemacht. Und ja, dann sage ich mal, wenn ich ein Fußballtrikot haben wollte im Fußball, da wollten meine Eltern da kein Geld ausgeben. Wenn ich dann ein Wettkampfshirt haben wollte, dann wurde es noch mit beflockt. Ja, ich sag mal, die Karriere ging natürlich früh los. Mein Vater hat mich früher trainiert.
und war schon da immer sehr, sehr ehrgeizig. Und wir haben schon als Jugendlicher, als 15-, 16-Jähriger schon viel trainiert. Sozusagen als 12-, 13-Jähriger damals habe ich schon viel trainiert auch. Und war ja dann bei der Cross-EM mit 16 bei der U20 dabei. Habe ich da zwar kein gutes Rennen gemacht, aber ich habe mich qualifiziert. Ich war damals, glaube ich, 7 Sekunden hinter Marcel Fehr und habe auch so Namen wie Timo Benitz damals geschlagen, wo keiner mit gerechnet hat. Da war ich noch gefühlt auch einen Kopf kleiner wie jetzt. Und es sind dann so Punkte, wo man sagt, okay, was will ich, wo will ich hin? Und das hat mir gefallen, das im Nationaltrikot zu laufen. Und das will es natürlich immer wieder erreichen. Aber es gibt auch so kleine Punkte außerhalb vom Sport, wie in der Schule kam mal, es war wie so ein großer Bus, wo viele Firmen vorgestellt wurden. Was will ich später mal machen? Und damals habe ich ich war mit 12 oder so, 13 Jahre, habe ich dem gesagt, wissen Sie was, ich brauche da nicht rein, das interessiert mich nicht. Ich will zu Olympia, das zeigt mir da drin keiner, das ist mir wurscht. Und dann musste meine Mama in die Schule antanzen und haben gesagt, ja, ihr Sohn, der redet hier was von Laufsport, von Olympia, das geht doch nicht, da müssen wir was ändern. Und mein Daddy hat gesagt, ja, versuchen Sie es nochmal einzuklickern. Wir haben versuchen das vielleicht schon, aber wenn Ihnen dann nichts anderes interessiert, meine Güte. Ja, und das sind so prägende Punkte, wo ich jetzt sage auch danach, ich habe schon immer gewusst und bin jetzt froh, dass ich Step by Step da weiterkomme. Ja. Momentan schaut es ganz normal aus. Also ist bei 20 Kilometer bei der Halbmarathon-Marke, er wird so mit 1:04:30, 1:04:35 drüber gehen. Man muss mal abwarten, wie die ganze Geschichte jetzt weitergeht. Jetzt kommen entscheidende 10 Kilometer bis 30 Kilometer, dann kann ich mehr sagen. Ich muss sagen, klar, Kurt ist ein Trainer, der wirklich meiner Meinung nach der richtige Mann ist für einen Leistungssport, für einen absoluten Leistungssport. Er fordert viel und arbeitet meiner Meinung nach auch am besten mit Leuten, die sagen, okay, sie wollen, wo er dann schon wieder eher die Rolle des Bremsers einnehmen muss. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Und klar, er ist ein strenger Trainer. Ich sag mal, es macht ihn streng dadurch, dass er seine Meinung vertritt. Wenn er sagt, du Simon, das war scheiße, dann sagt er dir das ins Gesicht und am besten auch direkt nach dem Rennen. Da gibt es keine Schonfrist, aber das macht dich auch hart. Ja. Du musst damit umgehen können. Auf geht's, komm Junge! Die Bedingungen sind heute leider nicht so geil für einen Marathon. Es kommen doch ziemlich viele Böen rein auf der anderen Seite. Ich habe versucht, mich so lange es geht für ihn in den Weg zu stellen. Aber ich muss auch einfach zugeben, der Junge ist super in Form, hat eine super Pace drauf. Und deswegen reichte es leider nicht so lange, wie wir es uns vielleicht erwünscht haben. 1-2 Grad mehr drüben im Wind. Ich denke aber, er wird es durchziehen, er ist gut drauf. Und er kann sich heute nur selber schlagen. Eigentlich bei so 35, da war ich mir sicher, dass ich ins Ziel komme. Also ich hatte natürlich immer diese unter 2:10 im Kopf, auf jeden Fall. Ich bin ja auf 2:09 angelaufen, das hat man ja gesehen im Rennen. Aber ich muss sagen, ich habe mich gut vorbereitet und bin gut durchgekommen und bin da auch da zu meinem Team sehr dankbar. Mein Team hat mich immer unterstützt, mein Trainer hat das Training 100% auf mich angepasst. Auch gerade dem Tim Randarmi Sheriff, muss man schon auch mal sagen, jetzt sieht es hier aus, wie wenn er 12 Kilometer gemacht hat. Und sagt, das war nicht viel. Aber der Junge, der steht schon seit 6 Jahren mit mir auf, auch wenn ich in der Ausbildung noch war. Morgens um 7 Uhr, wer war da? Tim war da. Der hat auch gesagt, Junge, was ist los? Bist ein bisschen unmotiviert gerade? Tritt mir in den Arsch und hat mich immer gepusht, immer an meiner Seite gewesen und jetzt auch die letzten Monate im Prinzip seine eigentliche Vorbereitung so für sich selber hat er im Prinzip hinten angestellt. Ja. Oftmals ist das Wort gefallen, ja, du bist Wasserträger jetzt für Simon, du ziehst es durch mit ihm. Und muss sagen, ich war nicht dankbar eigentlich für die Pace, die er gemacht hat, diese 12 Kilometer oder auch wenn es 25 gewesen wären. Ich war einfach auch da dankbar, dieses Training Tag für Tag, Tag für Tag. Er ist mit mir nach Kenia geflogen, hätte ich auch alleine machen müssen. Zurück durften wir auf einmal nicht mehr fliegen. Mein Englisch ist bescheiden. Da stand man am Flughafen, wer hat mich nach Hause gebracht? Tim hat mich wieder nach Hause gebracht, der mich immer unterstützt hat. Und das finde ich cool. Und da bin ich auch zuversichtlich für die Zukunft, dass ich einfach um mich herum ein cooles Team habe, coole Leute, einen guten Coach, einen guten Trainingspartner.